Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, an diesem Dienstag zu einer neuen Ausgabe der Most Active. Und zwar in einem freundlicheren Marktumfeld als gestern noch. Wir erinnern uns gestern, der Kurs rutscht zum Wochenauftakt. Die Frage, wie geht es weiter mit der Gasversorgung, Gaslieferstopp, Gasknappheit, explodierende Gaspreise, hatte gestern für einen richtigen Kursrutsch gesorgt. Jetzt sind heute schon wieder die Schnäppchenjäger am Start und wir sind jetzt am Nachmittag auch mit einem netten Plus von so um die 1% unterwegs. Sind jetzt natürlich auch gespannt, was an der Wall Street heute so passiert, weil gestern dort ja feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Aber ganz klar in dieser Woche der große Hingucker, die EZB am Donnerstag. Und die große Frage hier, wie groß wird der Zinsschritt diesmal ausfallen? Da werden wir gleich auch bei den Einzelwerten nochmal drauf kommen, denn natürlich schauen wir uns auch in diesem Dienstag an, was sind die meistgehandelten Aktien beim Online-Broker flatex. Und wie gewohnt starten wir mit dem Blick auf die Kaufseite. BYD haben wir da, BASF, die Porsche Holding, Volkswagen und Tesla. Ja, und bei VW, da wird es jetzt spannend, was die Sportwagentochter Porsche betrifft. Da hat man ja lange spekuliert, gerätselt etc. Wie und vor allem wann kommt es jetzt zum IPO eben von Porsche. Also man muss ja immer genau sagen, nicht die Porsche Holding, sondern eben die Sportwagentochter Porsche. Und da hat man jetzt so ein bisschen einen Zeitplan aufgestellt. Genauer gesagt wird es konkreter. Möglichst noch im Herbst soll eben Porsche an die Börse gehen. Von Ende September oder Anfang Oktober an könnte ein Teil der Papiere am Finanzmarkt platziert werden. Darauf hat man sich jetzt am Montagabend geeinigt und hat das dann auch eben der Öffentlichkeit mitgeteilt. Angestrebt wird Notierung in Frankfurt. Vollständig umgesetzt sein könnte das Ganze dann bis zum Jahresende. Diese Schritte seien allerdings, so hieß es, vorbehaltlich der weiteren Kapitalmarktentwicklungen. Ja, und man hatte eben schon seit Februar den Börsengang geprüft und will so zusätzliche Geldquellen anzapfen, um weitere Investitionen in E-Mobilität und Digitalisierung zu finanzieren. So, wir schauen weiter auf die Verkäufe an diesem Dienstag. Wer tummelt sich da? Also meist verkauft jetzt über den Online-Broker flatex, BASF, Commerzbank, Deutsche Bank, BYD und Volkswagen. Schauen wir zuerst auf BASF. Da gab es einen Analystenkommentar und der sah jetzt nicht so gut aus. Die UBS hat die Anteilsscheine von BASF unter die Lupe genommen und das Anlagevotum lautet weiterhin verkaufen. Der faire Wert unverändert bei 37 Euro. Allerdings schreibt der Kollege Thorsten Küfner gerade aktuell, also aus der Printredaktion vom Aktionär, dass durchaus einige andere Analysten eben zum Teil positiver gestimmt sind. Und wie ist der Kollege Thorsten Küfner selber so gestimmt? Er schreibt, der Aktionär hält die BASF-Aktie mittel- bis langfristig betrachtet für deutlich unterbewertet. Gibt allerdings auch ein Aber. Allerdings drängt sich wegen des angeschlagenen Charts und der zahlreichen ernstzunehmenden Risiken, also möglicher Gasengpass, anhaltend hohe Energiekosten, Rezession, niedriger Reinpegel. Aktuell drängt sich da aus seiner Sicht kein Kauf auf. Aber wer bereits investiert ist, der sollte den Stop bei 39 Euro weiterhin im Auge behalten. So, und wir schauen auf die Commerzbank und wie sieht es da gerade mit dem Rebound aus? Es ist eine spannende Woche für die Banken, denn eben die EZB-Sitzung und man hat den Eindruck, dass wirklich nicht so klar ist, wie groß der Zinsschritt ausfallen wird. Also 0,5 oder doch 0,75%. Das könnte noch spannend werden. Wir haben eine Rekordinflation in der Eurozone gesehen. Der Euro ist ganz schön abgerauscht. Also gerät die EZB da unter Zugzwang. Und lange Zeit hat ja die EZB die Inflationsgefahr so ein bisschen unterschätzt, hatte man den Eindruck. Das wurde ihr ja auch ordentlich vorgeworfen, da eben zu spät reagiert zu haben. Der Kollege Fabian Strebin, der aus der Redaktion vom Aktionär immer die Banktitel unter die Lupe nimmt, der hat dazu geschrieben, wie sich der Ausfall der russischen Gaslieferung auswirken wird, lässt sich noch nicht exakt beziffern. Aber steigende Leitzinsen sollten positiv für die Commerzbank zu werten sein. Und die Höhe der Erträge sollte stark steigen. Und er schreibt, nachdem der Markt den ersten Schock verarbeitet hat, richtet sich der Blick nun eben zunehmend auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Mutige könnten jetzt hier bei der Commerzbank eine Trading-Position aufbauen. Investierte bleiben dabei und beachten den Stop bei 5,50 Euro. Das war's für diese Ausgabe der Most Actives. Also das heißt natürlich, morgen zur gleichen Zeit können Sie wieder dabei sein, wenn Sie wollen. Und natürlich auch im Laufe der Woche dabei bleiben. Wie gesagt, spannende Termine in dieser Woche natürlich Donnerstag, die EZB. Bis dahin, macht's gut, tschüss.